Denke ich an Schönebeck, heute mit Frau Julia Teige, Bereichsleiterin Vertrieb bei der Stadtwerke Schönebeck GmbH in Schönebeck. Denke ich an Schönebeck, denke ich zuallererst an meinen Arbeitgeber und meinen Arbeitsplatz. Ich selbst lebe seit 10 Jahren in Magdeburg, bin vor 10 Jahren zugezogen, arbeite mittlerweile seit 6 Jahren in Schönebeck. Mittlerweile kann ich sagen, ich habe sehr viele Ecken und Menschen in Deutschland kennengelernt und habe hier meine Heimat gefunden. Und hier ist auch der Ort, wo ich mich wohlfühle. Und hier in Schönebeck habe ich doch inzwischen sehr, sehr viel Schönes auch kennengelernt. Tatsächlich bin ich selber sehr gern auf dem Bierer Berg. Ich habe 2 kleine Kinder und der Bierer Berg ist natürlich prädestiniert. Eine tolle Lage, die Tiere, die man da vor Ort hat, Spielplätze und natürlich auch die Veranstaltungen, die gemacht werden. Also ich finde, der Bierer Berg ist auch so ein kleines Highlight, eins neben vielen Highlights. Auch der Kurpark ist wunderschön, das Radierwerk. Aber der Bierer Berg ist immer so das Stück Natur, das Stück Ausgleich zur Großstadt und auch dieses Stück Ausgleich zur Arbeit, wo man einfach mit der Familie mal am Wochenende runterkommen kann, die Zeit genießen kann und sich bei tollen Veranstaltungen, bei toller Musik auch mal berieseln lassen kann. Ich finde gerade auch Schönebeck eine sehr interessante Stadt. Hier treffen sehr viele verschiedene Menschen aufeinander. Und trotzdem ist es aber eine große Stadt mit sehr vielen verschiedenen Charakteren, Mentalitäten. Einmal das Städtische, einmal eher das Dörfliche. Ist eine sehr interessante Gegebenheit. Und ich finde, man merkt das auch durchaus in den Charakteren der Leute, die dann hier auch wohnen und die man aus den einzelnen Regionen kennenlernt. Ich persönlich finde auch, dass Schönebeck seinen Bürgern sehr, sehr viel bietet. Durch meine Funktion hier im Vertrieb und Marketing habe ich natürlich auch mit sehr vielen Menschen zu tun, die die Feste hier vor Ort organisieren. Ich weiß, die städtischen Mitarbeiter zum Beispiel oder die Vereine, mit wie viel Herzblut die Veranstaltung organisieren. Brunnenfest, Bierer Bergfest, Lichterfest im Kurpark. Wir haben sportliche Veranstaltungen wie den Elbe-Badetag. Wir haben den Dreibrückenlauf. Es findet so viel in dieser Stadt statt. Und wir haben Leute, die da so dahinter stehen, die das mit so viel Begeisterung auch nach vorn bringen und wie viele Unternehmen aus der Wirtschaft dann auch diese Veranstaltung unterstützen, dass es halt in dieser Stadt lebenswert wird. Das finde ich wirklich faszinierend und das zeugt für mich auch von einem großen Zusammenhalt. Wir merken das auch hier zum Beispiel, was unsere Vereine in Schönebeck leisten, auch die Sportvereine. Jedes Jahr im Februar, März findet bei uns hier im Haus die Sportlerehrung statt, wo ich persönlich immer wieder baff bin, wie viele Auszeichnungen durch die Schönebecker Sportler, die Jugend, als auch die älteren Sportler im letzten Jahr geholt haben. Teilweise deutschlandweite Auszeichnungen, die es eigentlich viel zu wenig in die Öffentlichkeit schaffen. Also man müsste noch viel mehr darüber sprechen, das viel mehr bekannt machen, weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was diese Stadt eigentlich alles noch Tolles bereithält und was sie im Hintergrund eigentlich alles tut und für was sich Menschen einsetzen. In anderen Städten, die sind häufig dafür bekannt, andere Orte, dass es ein Highlight gibt oder dass es eine Sache gibt, die diese Stadt besonders macht. Aber ich denke, Schönebeck hat sehr, sehr viele von diesen Sachen. Was mich manchmal ein bisschen ärgert, so wie ich den Schönebecker auch kennengelernt habe, dass die Menschen so unzufrieden sind teilweise. Sie sind teilweise grundunzufrieden und suchen immer eher nach den Negativen. Die Stadt selber tut sehr viel, aber es gibt halt immer wieder die meckern, die nörgeln. Das kann keine Stadt gebrauchen, sondern eine Stadt kann einfach gebrauchen, sich auf das zu besinnen, was sie gut kann und das, was sie gut macht. Und da gibt es meiner Meinung nach sehr viel in Schönebeck, was richtig gut gemacht wird. Ich würde mir wünschen, dass man doch eher das Positive aus den Dingen sucht. Etwas mehr Optimismus, etwas mehr Begeisterung für das eigene Dasein, für das eigene Tun. Einfach zu gucken, Mensch, was ist toll gelaufen, was hat klasse geklappt. Selbst wahrnehmen, was die eigene Stadt eigentlich zu bieten hat und nie immer nach dem streben, was vielleicht nebenan ist oder was toller ist oder was größer oder was schöner ist, sondern einfach zu sagen, mir gefällt es hier, ich bin hier glücklich, ich lebe hier, uns geht es gut hier und auch das einfach mal mehr in Forderung zu stellen.
Ein Schönebäcker zeichnet für mich schon ein Stück weit aus, dass er auch gern mal stur ist. Der Schönebäcker ist auch gern mal eigen in seinem Tun, aber auf der anderen Seite kann man doch gut mit ihm reden. Und das finde ich persönlich auch sehr wichtig, weil durch unsere Funktion als Stadtwerk haben wir sehr, sehr viel Kundenkontakt und gerade in diesem Jahr natürlich auch einen deutlich angespannteren Kundenkontakt als in den letzten Jahren. Und da bin ich persönlich selbst sehr stolz drauf, sowohl auf unsere Schönebäcker als auch auf unsere Mitarbeiter, dass wir diese Situation so super gemeistert haben. Gerade zu dem heutigen Zeitpunkt liegen 3 schwere Jahre hinter uns. Wir hatten Corona, wir haben seit einem Jahr einen Krieg vor unserer Haustür. Viele Flüchtlinge sind gekommen und auch da hat Schönebeck sehr viel Solidarität, sehr viel Hilfe, sehr viel Unterstützung gezeigt. Und das ist das, worauf man als Stadt, glaube ich, wirklich stolz sein kann, auf seine Einwohner. Was, worüber man meckern kann. Ich glaube, es gibt auch immer was, was einer Stadt fehlt, aber auch darüber lässt sich diskutieren. Braucht jede Stadt ein Kino? Braucht jede Stadt eine große Veranstaltungshalle? Also das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, wenn man es hat, nimmt man es wahrscheinlich an. Es ist aber nicht mal automatisch so, dass es fehlt. Schönebeck hat sehr viel. Schönebeck hat ein Bad. Schönebeck hat ringsherum Badeseen. Schönebeck hat wahnsinnig viele Grünflächen. Schönebeck hat Jugendclubs, hat Angebote für junge Leute, hat einen riesengroßen Sportverein, viele, viele kleine Vereine. Also ich denke, dass Schönebeck sehr, sehr viel hat, was man super nutzen kann und was auch ausreichend ist. Mir persönlich fehlt hier nichts. Mein größter Wunsch für die Stadt Schönebeck wäre tatsächlich, dass die Bürger sich auf das besinnen, was sie haben, dass sie einfach glücklich sind mit dem, was sie haben und einfach mit stolzer Brust vorangehen und sagen, wir sind Schönebeck und wir haben eine tolle Stadt, in der wir hier leben, wir haben tolle Angebote und wir sind glücklich mit dem, was wir hier haben. Sie hörten Denk ich an Schönebeck, ein Projekt des soziokulturellen Zentrums Treff, im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt Schönebeck.